Hallo! Moin liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Pokémon Go Guide. Mir geht es gesundheitlich wieder etwas besser und danke nochmal an diejenigen, die mir eine gute Besserung gewünscht haben. Deshalb habe ich mir mal das Herz genommen und die Zeit vor allen Dingen, eure Fragen unter den letzten Pokémon Go Guides durchzulesen. Eine Frage habe ich dabei immer wieder entdeckt, nämlich: Buddy, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen XL-Pokémon und XS-Pokémon? Im Laufe dieses Videos werde ich mit einigen Mythen aufräumen, die definitiv nicht stimmen, und einige andere Theorien überprüfen, um letztendlich dann zu einem Schluss zu kommen, womit wir hoffentlich alle zufrieden sind. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, ihr kennt das ja, lasst mir ruhig einen Daumen da, wird mich und meinen Kanal unterstützen. Also habe ich mich in einer gefährlichen Suche durch die Foren im Internet geschlichen und habe verschiedene Einträge verglichen. Eine sehr oft genannte Theorie sagte, dass umso größer das Pokémon ist, umso mehr Leben hat es oder umso mehr WP hat es. Das hat sich aber relativ schnell als falsch herausgestellt. Denn ein unbekannter User hat schon Ende Juli ein kleines Experiment angestellt. Er hat über 20 Zubats gefangen und diese dann in ihren Basiswerten miteinander verglichen. Wie man dann an der hier zu sehenden Tabelle merken konnte, gab es absolut keinen Unterschied, ob das Pokémon jetzt XS oder XL war. Das heißt, diese Größenangabe hat keinen Einfluss auf die Lebenspunkte oder auf die Wettkampfpunkte des Pokémons. Jetzt fragen sich die klugen Köpfe natürlich, was könnte es denn sonst sein? Eine Sache, die auf jeden Fall stimmt, ist, dass ihr verschiedene Medaillen bekommt für verschieden gefangene Pokémon, die einer bestimmten Größe zuzuordnen sind. Als Beispiel, ihr bekommt eine Medaille für ein Carpador, welches unter 1 Kilo schwer ist und ihr dann gefangen habt. Ich persönlich habe mir zu dem Zeitpunkt dann aber gedacht, ich glaube nicht, dass die Entwicklerfirma einen so offensichtlichen Stat nur für ein, zwei Medaillen einbaut. Also habe ich meine Suche fortgesetzt und bin auf eine Theorie gestoßen, die bis heute nicht zu widerlegen ist. Nämlich, dass XS oder XL die Angriffsgeschwindigkeit als auch die Ausweichmöglichkeit als auch den Schaden im Kampf beeinflusst. Soll heißen, umso schwerer das Pokémon ist, umso mehr Schaden teile ich im Kampf aus, umso leichter das Pokémon ist, umso besser kann ich zum Beispiel Spezialattacken ausweichen und eventuell kann ich auch sogar schneller angreifen. Jetzt werden sich die findigen Köpfe von euch fragen, wo ist denn da die Quelle? Und das ist halt das Problem bei dieser Theorie, es gibt keine. Entwicklerfirma Niantic hat sich bis dato, bis heute nicht dazu geäußert, was es mit XS oder XL-Angaben auf sich hat. Dennoch erscheint mir die Theorie mit dem schneller ausweichen, stärker angreifen sehr, sehr plausibel. Vor allen Dingen deswegen, weil sie bis heute noch nicht widerlegt wurde. Trotzdem schade, dass es hier keine hundertprozentige Gewährleistung gibt, was jetzt stimmt und was nicht. Meine Quellen habe ich euch selbstverständlich mal unten in die Infobox verlinkt. Wenn einer von euch das eventuell ein bisschen besser weiß, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, lasst uns ein bisschen diskutieren. Ebenso könnt ihr mir wie immer in die Kommentare schreiben, welchen Guide ihr euch als nächstes wünscht. Ich freue mich auf eure konstruktiven Vorschläge. Außerdem nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die jetzt die letzten Tage neu auf den Kanal gekommen sind. Dankeschön, dass ihr meine Videos schaut. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da und abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um Pokémon Go und coole andere Themen zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bald auch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Morgen kommt ein ganz spezielles Video und außerdem markiert euch jetzt mal den Samstag dick im Kalender, denn ab 13 Uhr geht's da los mit dem Pokémon Event. Mr. Trashpack, Evive HD, Solan, Nixter, als auch Manuelsen und einige andere YouTuber und Streamer inklusive mir werden durch Berlin und Köln ziehen, um gegeneinander Pokémon zu fangen. Klingt sehr spannend. Alle Infos zu diesem Event unten in der Infobox, sobald ich die Infos habe. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Buddy.